Ja, servus Leute, hallo, ich bin's, Marsixd, ganz genau, und heute gibt's mal ein Team Deathmatch auf dieser wunderschönen Seekarte namens Sea Town. Dabei habe ich die UMP45 mit einem Schalldämpfer und als Sekundärwaffe die eklige FMG9 in der Noob-Version. Das bedeutet, es gibt wieder viel FMG Akimbo Noob-Action. Naja, zurück zur UMP, die gab es ja schon in Modern Warfare 2. Für die, die es nicht wissen, MW2 war mein erster richtiger COD-Ego-Shooter und schon am Anfang habe ich immer ab und zu meinen Kumpel gefragt, hey, kennst du denn nicht eine Waffe, mit der ich endlich mal ein bisschen besser spielen kann, mit dem ich mal die Gegner treffe und sie kille? Und der hat mir gleich schon am Anfang immer zu der UMP45 mit einem Schalldämpfer geraten. Das erwies sich am Ende natürlich nicht als Fehler, aber das Lustige daran ist, dass ich spätestens nach der dritten Runde Team Deathmatch wiederum zu ihm kam und ihm sagte, hey, die UMP ist doch nicht ganz so mein Ding, die verzieht mir viel zu stark, ist in meinen Augen noch ein bisschen schwach, gibt es denn nicht noch eine bessere Waffe, mit der man spielen kann? Und das ist ja auch der Witz dabei, denn wenn man die UMP im Hinblick auf Schadenreichweite mit den ganzen anderen Maschinenpistolen vergleicht, ob Vector, Mini-Uzi oder sogar die P90, können diese Waffen eigentlich gar nichts dagegen ausrichten, denn die UMP ist ein wahres Biest, wenn nicht sogar die beste Waffe in MW2, denn sie ist sehr gut in allen Situationen eigentlich geeignet. Man kann sehr gut damit rushen, man kann aus der Distanz spielen und auch schnell gleich mehrere Gegner wegklatschen, weil das Magazin ziemlich groß ist. In MW3 sieht es eigentlich ehrlich gesagt auch gar nicht mal so anders aus. Natürlich wäre es ein bisschen blöd von den Entwicklern gewesen, genau nochmal die gleiche Waffe mit den gleichen Statistiken ins Spiel zu bringen. Von daher haben sie ein bisschen verändert. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass die Waffe so an Reichweite verloren hat. Dafür gibt es ja natürlich das Perk Reichweite oder den Waffenaufsatz Reichweite. Oder wie man das nennen mag, dann wird das Ganze schon ausgeglichen. Aber trotzdem ist die UMP immer noch sehr stark. Sie ist im Nahkampf immer noch ein Biest, würde ich mal meinen. Und auf jeden Fall kein Fehleinkauf, wenn man das so sagen kann. Sie hat mir ja auch noch dazu mit Level 1. Na, jetzt kommt erstmal ein kleiner Tipp zu meinem heutigen Thema, denn ich kann euch nur sagen, dass es mir momentan sehr viel Spaß macht, auf die MORB zu gehen. Ich werde demnächst auch noch ein spezielleres Commentary darüber machen. Und zwar habe ich von Level 4 an alle Waffen, alle Perks, sogar alle Todesserien. Was hat das zu bedeuten? Leute, es tut mir wirklich leid, falls ich jetzt irgendwie jemanden verärgere, vor allem für die Leute, die Glitcher und ähnliches unglaublich hassen. Es tut mir wirklich leid, ich habe mich einfach dazu verführen lassen, denn ich habe den berüchtigten Prestige-Token-Glitch ausprobiert. Es tut mir wirklich immer noch total leid. Ich bin echt mal gespannt, was passieren wird. Auf jeden Fall, für die Leute, die vielleicht noch nicht wissen, was der Prestige-Token ist, das ist ein kleiner Glitch, ein Trick, wie man mit einem einzigen Prestige-Token, das ist diese Währung, die man immer bekommt, wenn man ins Prestige geht, damit kann man im Laden halt Extra-Klassen kaufen oder Double XP. Und damit kann man aus einem einzigen Token gleich unendlich viele machen. Und das ist halt ein Glitch. Und das hat der liebe Informationskollege Robert Bowling, nichts gegen dich, er hat ja angekündigt schon vor dem Release von MW3, dass er Glitcher, Hacker und Cheater wesentlich härter bestrafen möchte als in MW2. In Modern Warfare 2 war es ja eigentlich total egal, ob jemand hackt oder irgendwie sich die ganzen Levels ercheatet. Das wurde eigentlich gar nicht beachtet und in MW3 soll es eigentlich anders aussehen, was ich ein bisschen komisch finde, denn mit diesem Prestige-Token-Glitch schadet man ja eigentlich keinem. Vielleicht ist es auch schon dem einen oder anderen aufgefallen, dass ich komischerweise in Elite 8 Tage Double XP habe. Dazu kommen noch über 4 Tage Double Weapon XP, da kann doch nicht was stimmen. Und ich muss auch zugeben, momentan konnte ich auch von diesem Glitch nur profitieren. Es ist immer sehr vorteilhaft, gleich mit Level 4 an irgendwelche Waffen oder Perks zu haben, mit denen man auf spezielle Gameplays geht. Beispielsweise, wenn man gleich am Anfang die FAD mit Plünderer hat, ist es immer sehr vorteilhaft. Aber er hat schon einige Bestrafungen angekündigt, die mir doch ab und zu mal ein bisschen Angst machen. Zum Beispiel war die erste, dass anscheinend Spieler, die diesen Glitch benutzt haben, über 5000 Tage lang gebannt werden von Modern Warfare 3. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen unwahrscheinlich, denn 5000 Tage, das sind gleich mehrere Jahre und das wäre auch ein bisschen unnötig. Aber vor kurzem hat er via Twitter noch bekannt gegeben, dass alle Glitcher auf jeden Fall zurückgesetzt werden aufs Nullte Prestige, dazu noch gleich auf Level 1.
und alle Statistiken werden zurückgesetzt. Und das Freche soll anscheinend noch dabei sein, dass zwar die Kills zurückgesetzt werden, aber die Tode bleiben. Also wenn das passiert, wäre es doch der Überknaller. Ich würde mir so ein Brett lachen, denn das Lustige ja daran ist, dass wirklich so viele diesen Glitch gemacht haben. Mindestens 75% meiner Freundesliste hat diesen Glitch bestimmt ausprobiert, ich bin ja beinahe sicher. Und wenn da wirklich so viele gebannt werden, finde ich es einfach nur lustig. Dann sieht man wahrscheinlich demnächst, wenn diese Bannphase gekommen ist, nur Leute mit Level 1 herumlaufen. Von daher bin ich mal gespannt, ob das passieren wird. Ich hoffe es natürlich nicht. Meine Frage an euch wäre, ob ihr vielleicht noch aktuellere Infos habt oder vielleicht habt ihr irgendwelche Tipps und Tricks, wie man vor dieser Strafe geschützt bleiben kann. Und natürlich wäre meine größte Frage, habt ihr euch auch dazu verleiten lassen, diesen bösen, verlockenden Glitch auszuprobieren? Seid ihr auch so ein schwarzes Schaf wie ich oder einfach nur ganz rein und habt Angst, dass irgendwas Schlimmes passiert? Von daher war es langsam aber sicher mit dem Gameplay. Das Spiel endet mit einem 33:1 und der MOAB. Von daher hoffe ich mal, es hat euch gefallen. Wenn es euch natürlich gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben an die Leute, die keinen Daumen geben wollen oder die mich einfach nicht mögen. Langt auch einen Daumen nach unten. Ein roter Daumen ist natürlich auch immer ganz schön. Und dann noch ein kleiner Tipp. Max FPS wird demnächst meine Suchen und Zerstören-Mob hochladen. Schaut sie euch auf jeden Fall an. Lasst ein Like da, einen netten Kommentar und natürlich ein Abo, wenn ihr den lieben Max noch nicht abonniert habt. Von daher war es mit diesem Gameplay. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.